Einen ziemlich unfreundlichen Empfang bereiten Demonstranten dem französischen Präsidenten am Donnerstag bei dessen ersten öffentlichen Auftreten seit Beginn der gewalttätigen Massenproteste gegen die geplante Anhebung des Pensionsantrittsalters. Am größten Süßwasserreservoir Westeuropas in den französischen Alpen präsentiert Emmanuel Macron seine Pläne gegen den durch den Klimawandel verursachten Wassermangel im Land. Er will aber nur ablenken, sagt die pensionierte Krankenschwester Hélène. Über Wasser sprechen, um die Leute zu besänftigen, aber wir wollen nicht besänftigt werden. Jetzt ist Revolte angesagt. Im ganzen Land nimmt nicht nur die Zahl der Demonstrationen und Demonstranten zu, sondern auch die der gewaltsamen Ausschreitungen und Zusammenstöße mit der Polizei. Dabei kommt es einerseits zu Brandanschlägen und Plünderungen, andererseits zum Einsatz von Knüppeln, Wasserwerfern und Tränengas. Macron, der seit 2 Wochen nicht in der Öffentlichkeit zu sehen gewesen ist, gibt sich nach außen zunächst unberührt. Dieser Protest hindert mich nicht daran, hinauszugehen, um mit den Franzosen zu sprechen. Aber was ich schon gesagt habe, in den letzten Wochen gibt es auch Szenen inakzeptabler Gewalt. Nicht ganz ungewöhnlich für Frankreich, nicht erst seit der Gelbwestenbewegung ab 2018. Und selten geht es nur um ein Thema, wie damals höhere Spritsteuern oder diesmal um die Pensionen. Als 2020 Berufsfeuerwehrleute für mehr Personal demonstriert haben, kommt es sogar zu Zusammenstößen unter den verschiedenen Einsatzdiensten. Und so wundert es nicht, dass die aufgeheizte Stimmung letztes Wochenende ausgerechnet bei Protesten radikaler Umweltschützer gegen geplante Wasserreservoirs völlig eskalieren. Es gibt Schwerverletzte. Die Polizei soll umstrittene Splittergranaten eingesetzt und einen vertretbaren Rettungseinsatz länger untersagt haben. Auch auf Seiten der Einsatzkräfte kommt es zu Verletzungen und zu zerstörten Fahrzeugen. Macron stellt sich hinter die Polizei. Da waren Menschen, um zu protestieren mit ihren Familien und sie haben gute Stimmung gemacht, aber daraus wurde nichts. Da waren tausende Menschen, die nur einen Krieg führen wollten. Das ist inakzeptabel. Worum geht es bei den regelmäßigen Protesten samt Ausschreitungen in Frankreich also wirklich? Ein junger Bauer bringt es bei der Demo gegen den Präsidenten vielleicht auf den Punkt. Das ist ein Klassenkampf. Macron und seine Leute stehen für die obere Mittelschicht, Aktionäre, Menschen, die nicht arbeiten. Und wir vertreten die Leute, die arbeiten, die das Land mit Leidenschaft bestellen. Die Gewerkschaften stehen oft an der Spitze der Proteste in Frankreich. Ihr Einfluss auf die Politik schwindet jedoch zusammen mit ihrer Mitgliederstärke. Aber mitten in den Pensionsstreit hinein wird am Freitag überraschend eine Frau an die Spitze der einflussreichen CGT gewählt. Sophie Binet! Ein Novum in der über 130-jährigen Geschichte des Gewerkschaftsbundes. Sophie Binet setzt voll auf die Einigkeit der sonst gerne auch einmal zerstrittenen Gewerkschaften und das gemeinsame Pensionsthema. Da wird's keinen Waffenstillstand geben, ruft sie ihren Anhängern martialisch zu. Keine Suspendierung und keine Vermittlung, bis nicht die Rücknahme der Pensionsreform erreicht ist. Nach der Pensionsreform finden Elysée und die Leute auf den Straßen sicher bald ein neues Thema. Aber ganz so schlimm sollte es nicht wieder werden, sind doch viele Formen des Protests in Frankreich dann auch wieder bunt, kreativ, charmant und erreichen vielleicht auch irgendwann ihr Ziel.